Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es war gestern eine Regierungserklärung und eine Aussprache heute in der durchaus unruhigen Zeiten, in denen vieles in unserem Land, in dem vieles weltweit in rasanten Veränderungen begriffen ist. Maß und Mitte haben Sie gestern, Herr Ministerpräsident, diese Regierungserklärung überschrieben. Viele Zeitungen zitieren das heute. Maß und Mitte, ist das nicht in Zeiten internationaler Krisen, in Zeiten der Wetterextreme und der großen globalen Veränderungen, ist das nicht etwas unambitioniert und etwas mutlos? Ich meine ja. Wir stehen in vielen internationalen Problemlagen. Wir erleben die Zuspitzung der Klimakrise mit dem, was wir in den USA gerade beobachten, mit den Stürmen, aber auch hierzulande mit vielen Wetterphänomenen. Aber wir stehen auch vor einer Bundestagswahl, die in 10 Tagen ansteht. Und Herr Ministerpräsident, das haben wir ja gerade bei der Rede von Herrn Lindner erlebt. Sie sind mal als Politiker, als Teil einer schwarz-grünen Pizza-Connection gestartet. Sie sind jetzt als Ministerpräsident sehr, sehr, sehr eingegrenzt durch das, was Ihnen der Koalitionspartner an Spielräumen lässt. Der Herr Lindner hat eben klargemacht, wer eigentlich der tonangebende Faktor in dieser Koalition ist. In der Pizza-Connection gestartet, als gelber Bettvorleger gelandet, Herr Ministerpräsident. Das ist, ja, ich würde mir gerne mal einen Punkt herausgreifen. Und zwar den Bereich der Mieten. Sie haben ja ein Portfolio an Themen geliefert, Herr Lindner, aber im Bereich von Wohnen und Mieten haben Sie eben deutlich gemacht, dass wirklich Menschen, die auf Wohnungssuche sind, insbesondere in den großen Städten, wir haben den Drang in die großen Städte, wir haben Menschen, die dringend nach Wohnraum suchen. Da hat die letzte Landesregierung vieles getan. Wir sind im letzten Jahr deutscher Meister beim sozialen Wohnungsbau gewesen. 40% der fertiggestellten Wohnungen in Nordrhein-Westfalen. Fördermittel werden massiv abgegriffen. Aber wenn Sie, Herr Lindner, gegen die Mietpreisbremse hier zu Felde führen, glauben Sie wirklich, dass das deutsche Mietrecht ausreichend ist, um Mieterinnen und Mieter zu schützen vor unberechtigten Mieterhöhungen? Ich lade Sie gerne mal ein nach Köln. Sie haben ja eben auf Herrn Kollegen Ott reagiert. Und da sind es nicht nur die grün wählenden Menschen mit irgendwelchen schicken Altbauwohnungen, sondern es sind die einfachen Leute, die auf Wohnungssuche sind, die nach einer Modernisierung sich dringend danach sehen, bezahlbaren Wohnraum zu finden, wo Vermieter teilweise die Miete im Quadratmeterpreis 5 Euro, 6 Euro raufsetzen. Und dass es keine Möglichkeiten gibt zur politischen Einflussnahme, dass Sie sagen, das Mietrecht ist ausreichend, um Menschen vor unberechtigten Mietsteigerungen zu schützen, diese Auffassung teilen wir nun in keinster Weise, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe mich auch eben gewundert bei Ihrer Rede. Der Applaus in der CDU-Fraktion war ja sehr dünn an einigen Stellen und habe auch bei Herrn Laumann mal rübergeguckt, wie er so das alles verfolgt hat. Die sozialpolitische Fragestellung und auch die wohnungspolitische Frage. Und die wohnungspolitische Frage ist eine der zentralen sozialpolitischen Fragen in diesem Land. Die beantworten Sie nicht. Da haben Sie gestern in Ihrer Regierungserklärung nichts dazu gesagt. Sie wollen alle Instrumente abschaffen, die die Vorgängerregierung eingeführt hat, um Wildwuchs, um Mietwucher entsprechend einzugrenzen. Aber Sie sagen nicht, was entsprechend kommen soll. Das ist ein schweres Versäumnis Ihrer Regierungserklärung. Und das werden wir in den nächsten Jahren intensiv in Nordrhein-Westfalen zu verfolgen haben. Und Sie, lieber Herr Laschet, Sie übernehmen, das war ja gestern auch auffällig in Ihren Worten, mittlerweile auch die Rhetorik Ihres neuen Koalitionspartners. Wenn Sie uns Grünen vorhalten, bei der Frage der Mobilitätspolitik peinliche, dumme Vorschläge zu machen, und Ihr ganzer Auftritt hier gestern war ja davon geprägt, uns vorzuhalten, dass wir der Bremsklotz der deutschen Automobilindustrie sind. Lieber Herr Laschet, man kann über Instrumente intensiv diskutieren. Aber was ist denn in den letzten Jahren in diesem Bereich passiert? Ich will Ihnen mal ein persönliches Erlebnis schildern aus dem Jahr 2000. Dort gab es einen grünen Bundesparteitag in Münster und zum ersten Mal, das war bei den Grünen revolutionär und nicht unstrittig, haben alle großen deutschen Automobilaussteller
beim Parteitag ausgestellt. VW war da, BMW war da, Mercedes war da. Ich war damals bei einem Messerundgang, arbeitete damals für die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Und die Perspektive war es, VW war mit dem 3-Liter-Lupo da, BMW mit der Wasserstofftechnologie, Mercedes hatte Erdgaswagen da. Und die Aussage der führenden Automobilmanager war, 2005 sind wir mit den Modellen marktreif und wir wollen bis 2010, das unterschied sich von Konzern zu Konzern, 20-25% Marktanteil im Bereich von Elektro- und Wasserstoff haben. Im Jahre 2017 sind es nicht mal 0,5% an alternativen Antrieben. Und wollen Sie uns heute hier sagen, mit Ihrer Regierungserklärung gestern, Herr Ministerpräsident und auch Herr Lindner, dass weiterhin der Markt, dass weiterhin die Konzerne das schon richten, dass es keine politischen Leitsetzungen braucht, dass es keine politischen Zielsetzungen braucht und dass die Innovationskraft der Konzerne ausreicht, um diese Frage entsprechend zu beantworten? Wir glauben das nicht. Und ob es dann 2030 ist oder 2040, dazu haben sich jetzt ja Frankreich und Großbritannien entschlossen, immerhin führende Industrieländer im europäischen Kontext. Norwegen hat sich auf 2025 festgelegt. Ich glaube, wir brauchen politische Rahmensetzungen in diesem Bereich. Ich glaube, wir brauchen Orientierungspunkte für die Wirtschaft. Und wenn es dann 2032 ist, dass wir aus dem Verbrenner raus sind. Nun gut, die Frage ist, wie organisieren wir einen politischen Rahmen für eine prosperierende Automobilindustrie, die in Richtung emissionsfreien Antrieb geht. Und da haben Sie, Herr Ministerpräsident, auch wenn Sie jetzt gerade rausgegangen sind, gestern deutlich gemacht, dass Sie in diesem Bereich nichts zu sagen haben, nichts zu bieten haben mit Ihrer Regierungserklärung und mit dem Koalitionsvertrag und dass Sie uns es anpeppen wollen, dass wir sozusagen der Bremsklotz für die Automobilindustrie sind. Das ist faktenfreier Unsinn, sehr geehrter Herr Laschet. Was Sie uns hier vorgetragen haben, es durchzog sich so eine Melodie aus vergangenem, fehlendem Mut, Restauration, Klientelinteressen und vor allen Dingen wenig, wenig Aufbruch. Ihr Festhalten an der Kohleverstromung, insbesondere der Nutzung der heimischen Braunkohle, Ihr Abwürgen der Förderung der erneuerbaren Energien, das hat uns ja gerade noch mal Christian Lindner in seiner Rede deutlich gemacht, der den Windkrafterlass hier deutlich in den Mittelpunkt gestellt hat, und Ihr Insistieren auf die Notwendigkeit des Verbrennungsmotors zeigt uns, dass Sie nicht bereit sind, mutige Schritte in die Zukunft und die Moderne zu gehen. Und wenn Sie uns, Herr Ministerpräsident, als Grünen vorwerfen, dass wir in der rot-grünen Koalition nicht genug erreicht haben bei der Frage des Kohleausstieges, das haben Sie ja gestern gemacht, das ist auch unsere Braunkohle, haben Sie gesagt, dann ist es doch nur fair und ehrlich, mal klar zu sagen, Sie haben selbst der Verkleinerung des Braunkohlentagebaus in Garzweiler nicht zugestimmt. Sie haben da scharfe Kritik geübt und haben sich auf die Seite derer gestellt, die überhaupt nicht in diesem Bereich etwas voranbringen wollen. Herr Ministerpräsident, es geht auch vor allen Dingen ums Ob und ob die Frage, ja. Es geht nicht um das Wie, es geht um die Frage, in welche Richtung Energiepolitik in diesem Lande geht. Und die Menschen, die in den Dörfern, es wurde ja eben erwähnt, dass die Grünen bei der Demonstration dabei waren, gehen Sie mal in diese Dörfer und sprechen Sie mit den Menschen, die dort leben, die ihre Heimat verlassen müssen, die aus ihren angestammten Häusern raus müssen, Kirchen, die verlassen werden. Die warten auf politische Leitentscheidungen und Rahmensetzungen. Und das wollen Sie doch überhaupt nicht. Sie gehen in eine völlig andere Richtung mit Ihren energiepolitischen Vorstellungen. Meine feste Überzeugung ist, dass wir im Bereich der Mobilität vor einer ähnlichen großen Transformation stehen wie im Bereich der Energie und der Energiewende. Und ich habe mit großem Interesse am letzten Sonntag die Sendung bei Anne Will gesehen, wo Herr Schäuble mit Cem Özdemir diskutiert hat. Und Herr Schäuble brüstete sich damit, wie modern Deutschland geworden ist. Über 30% Strom aus erneuerbaren Quellen. Wir sind auf dem richtigen Weg in der Energieversorgung. Es wäre doch nur fair und ehrlich, mal zu sagen,
wer denn für diesen Kurs über Jahre und Jahrzehnte eingetreten ist. Das war eben nicht die CDU. Sie haben es entsprechend blockiert und versucht zu verhindern. Natürlich das Erneuerbare Energiengesetz bei grüner Regierungsbeteiligung in der rot-grünen Koalition war eine entscheidende Weichenstellung auf dem Bereich der erneuerbaren Energien. Und ich finde es ja bemerkenswert und ich finde es ja eigentlich auch richtig, wenn heute die CDU das entsprechend verteidigt und entsprechend auch dahinter steht. Aber die gleichen Argumente, mit denen damals in den 90er Jahren gegen die Energiewende argumentiert wurde, dann geht in Deutschland das Licht aus, Zehntausende, Hunderttausende Arbeitsplätze sind gefährdet, maximal 5% erneuerbare Energien sind möglich, sie verhindern Industriewachstum, sie sind Blockierer und Verhinderer. Mit den gleichen Argumenten, lieber Herr Laschet, sind Sie heute im Bereich von Verkehr und Mobilität unterwegs. Es sind exakt die gleichen Argumente. Und ich bin fest davon überzeugt, ob das 2030 oder 2035 ist. Wir werden ein modernes Verkehrssystem der Zukunft bekommen. Wir werden vom Verbrennungsmotor Abschied nehmen. Und in 15, 20 Jahren werden Sie sich schämen für das, was Sie hier gestern vorgetragen haben, weil es die falsche politische Weichenstellung ist, heute auf Antriebstechnologien der Zukunft zu setzen. Und ich will es auch noch mal mit einem persönlichen Beispiel verbinden, weil Sie vor kurzem Rainer Pringen, unserem langjährigen Fraktionsvorsitzenden, den Landesverdienstorden überreicht haben. Rainer Pringen war grüner Kreistagsabgeordneter in meiner Heimat in Ostwestfalen. Und ich kannte ihn, weil er der Lebensgefährte meiner Klassenlehrerin war. Rainer Pringen war damals innovativ schon im Energiebereich unterwegs, hat damals die ersten Anträge gestellt in Richtung Kraft-Wärme-Kopplung, in Richtung erneuerbare Energien etc. Revolutionär, ein Schaden für das Land, Deindustrialisierung, Wirtschaftsfeind. Rainer Pringen titelten damals die Zeitungen aufgrund dem, was die CDU ihm entgegengehalten hat. Heute, 20, 25 Jahre später, verleihen Sie ihm den Landesverdienstorden, lieber Herr Laschet. Das ist ein honoriger Schritt. Aber es zeigt, dass es Pioniere braucht. Es braucht Pioniere in dieser Gesellschaft, die mutig vorangehen. Und Sie haben gestern gezeigt in Ihrer Erklärung, dass Sie keinen Pioniergeist für dieses Land haben. Und wenn ich mir die zahlreichen Versprechungen angucke, die Sie im Wahlkampf gemacht haben, der Kollege Norbert Römer ist ja schon darauf eingegangen. Sie haben ja keinen Wahlkampf geführt in der Breite, sondern Sie haben zugespitzt auf 3, 4 zentrale Themensetzungen. Die Verkehrspolitik und insbesondere die Staus, die Schulpolitik und die Unterrichtsversorgung, die Schulden und die innere Sicherheit. Und in all diesen Feldern rudern Sie nicht mal 100 Tage nach Regierungsübernahme deutlich zurück. Sie können nichts von dem einhalten, was Sie im Wahlkampf versprochen haben. Und ich will Ihnen das an einigen Beispielen deutlich machen. Wenn Ihr Verkehrsminister in seinen ersten Presseinterviews sich hinstellt und in die Zukunft blickt und sagt, ob es bis 2022 weniger Staus in Nordrhein-Westfalen gibt oder eher mehr, das lässt sich heute nicht mit Bestimmtheit sagen, dann ist das doch ein Hohn gegenüber dem, was Sie den Wählerinnen und Wählern im Wahlkampf versprochen haben. Das ist zwar eine Erkenntnis, es ist zwar eine Einsicht, dass das, was die Vorgängerregierung dazu gesagt hat, dass es richtig ist. Wir haben ein Jahrzehnt der Baustellen vor uns. Und die großen Versäumnisse in der Verkehrspolitik liegen in den 90er und 2000er Jahren unter unterschiedlichen Regierungskonstellationen. Die vor allen Dingen die Beseitigung von Engpässen, die Frage von Sanierungen, ob es Brücken und Straßen sind, sind in diesen Jahren versäumt worden. Und in Ihrer Regierungszeit, also in der Regierungszeit der schwarz-gelben Vorgängerregierung, bei der Sie auch schon am Kabinettstisch saßen, Herr Laschet, haben Sie massiv Stellen bei Straßen-NRW abgebaut. Wir haben deutlich weniger Planerinnen und Planer in diesem Landesbetrieb. Und das hat auch mit dazu geführt. Das ist nämlich auch ein Teil der Wahrheit und eine Erblast der vorherigen Koalition, dass nicht in dem Maße agiert werden konnte. Und ich bin sehr gespannt, ob Sie Ihre Versprechungen einhalten. Wir haben es, die Vorgängerregierung hat es geschafft, den Anteil im Landeshaushalt für Straßensanierung und Erhalt zu verdoppeln. Und ich bin mal gespannt, ob Sie Ihre Versprechungen umsetzen mit dem ersten Haushalt, den Sie demnächst vorlegen,
ob wir wirklich 200 Millionen Euro im Landeshaushalt haben für Sanierungen, so wie das Gutachten das entsprechend vorsieht. Bisher haben Sie sich all diesen Fragen nicht gestellt. Sie haben die Vorgängerregierung kritisiert. Und ich fand auch wirklich, Herr Löttgen, das ist ja gerade nicht drin, Sie sind ja jetzt Fraktionsvorsitzende einer Regierungsfraktion. Das, was Sie hier eben uns geboten haben, war wirklich eine Mischung aus CDU-Generalsekretär und Oppositionsrede. Sie müssen, glaube ich, erstmal in Regierungshandeln ankommen, weil es geht nämlich nicht darum, alles bei den Vorgängern abzuladen, sondern es geht auch darum, anzunehmen, was man entsprechend übernommen hat und uns darüber zu informieren, was man vorhat. Und im Bereich der Verkehrspolitik, auch das war ein Versäumnis Ihrer gestrigen Regierungserklärung, haben Sie uns keine klaren Ziele gesetzt und der Verkehrsminister hat das bisher auch nicht getan. Jetzt sind wir 10 Tage vor der Bundestagswahl. Und Herr Lindner hat ja mit erfreulicher Offenheit, wie das häufiger bei ihm der Fall ist, in der Pressekonferenz mit der Vorstellung des Koalitionsvertrages, wo Herr Laschet wolkig über das Land schwadronierte und sagte, wo es hingehen könnte, da haben Sie im ersten Satz gesagt, worum es geht. In 100 Tagen ist Bundestagswahl. Und wir wollen mit dieser Mehrheit in Nordrhein-Westfalen deutlich machen, dass diese Konstellation auch eine Perspektive für Berlin hat. Und wenn sich die Bürgerinnen und Bürger nach 80 Tagen Regierungsverantwortung angucken, was Schwarz-Gelb aus den Wahlkampfversprechungen, die sie gemacht haben, real umsetzt, was von den großen, hehren Worten, von ihren Plakaten in den zahlreichen Bereichen, was da reale Politik ist, dem kann man doch nur abraten, wenn man die Wahlentscheidung am 24. September trifft. Wir sind sicher, dass es dort nicht zu einer solchen gleichen Konstellation kommt, auch wenn Sie, Herr Laschet, dafür intensiv werben, auch hier durchregieren wollen, Berlin und Düsseldorf gleichzeitig schwarz-gelb. Das wäre Ihre Wunschkonstellation, das haben Sie uns deutlich gemacht. Es gibt noch 10 Tage Wahlkampf und wir Grüne werden jedenfalls sehr deutlich machen, was die Bürgerinnen und Bürger zu erwarten haben, wenn sie die gleiche Konstellation auch in Berlin nach dem 24. September vorfinden werden. Jetzt aber mal einen Blick zurück. Wir Grüne sind aus Regierungsverantwortung abgewählt worden. Wir haben eine schwere Wahlniederlage eingefahren. Das ist völlig unstreitig. Und es hat auch politische Fehler in den letzten Jahren gegeben, für die Grüne mitverantwortlich sind. Wir werden uns dieser Auseinandersetzung stellen. Wir arbeiten sie auf und wollen entsprechend programmatisch auch nachlegen und nacharbeiten. Wir wollen keine Opposition sein, die per se und wie das ja die AfD hier geboten hat, sozusagen durchgängig auf die Regierung eindrischt. Wir wollen eine konstruktive Opposition sein, die sich sehr genau anguckt, was Sie hier vorlegen. Und bei dem beispielsweise, was Sie im Bereich von Kultur und Kulturförderung angekündigt haben im Koalitionsvertrag oder auch bei Ihren klaren Worten, die Sie gestern gefunden haben, Herr Ministerpräsident, was die Gesellschaft und den Kampf gegen rechts angeht, da haben Sie unsere grüne volle Unterstützung. Das heißt, wir wollen eine konstruktive, eine streitbare, aber vor allen Dingen auch eine faire und sachliche Opposition sein. Doch, das werden wir sein, da warten Sie mal ab. Ich will jetzt noch einmal und werde noch mal einmal durch die verschiedenen Bereiche Ihrer Regierungserklärung gehen und werde zu den einzelnen Punkten Stellung nehmen. Im Bereich Klimaenergie, das hat gestern schon der zuständige Minister gesagt, werden wir die Klimaschutzziele 2020 in Nordrhein-Westfalen mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen. 25% weniger CO2-Ausscheidungen im Land. Und das ist deswegen zu erreichen, weil es eine intensive grüne Vorarbeit gab. Und lieber Kollege Lindner, Sie haben gesagt, das sind alles Windkraftanlagen, die ab dem Jahre 2002 hier entsprechend schon gearbeitet haben. Natürlich ist Repowering eine richtige Maßnahme, aber es hat zentrale Weichenstellungen im Bereich der Energiewende in den letzten Jahren gegeben und die machen es möglich, dass Nordrhein-Westfalen 2020 sein Klimaschutzziel von -25% auch einhält. Aber fraglich ist und fraglich bleibt in Ihrem Koalitionsvertrag, ob Sie das zweite große Ziel, was sich die Vorgängerregierung gesetzt hat, -80% bis zum Jahre 2050 erreichen kann. In der Energiepolitik
ist es höchst zweifelhaft mit dem, was Sie vorgelegt haben und auch im Bereich der Verkehrspolitik. Das ist ja der einzige Bereich, in dem es in den letzten 25 Jahren Zuwächse bei den klimaschädlichen Gasen gegeben hat. Gibt es keine Anzeichen dafür, dass Sie zentrale Maßnahmen einsetzen, um diese Klimaschutzziele zu erreichen. Und das ist nicht nur eine Aussage seitens der grünen Landtagsfraktion. Der WWF hat im Juli eine Studie vorgestellt und detailliert nachgewiesen, dass wir in Nordrhein-Westfalen Ihren Koalitionsvertrag, Ihren schwarz-gelben Koalitionsvertrag umsetzt, werden die Klimaschutzziele in diesem Land verfehlt werden. Sie reden zwar in Ihrem Koalitionsvertrag und auch in Ihrer Regierungserklärung, Herr Ministerpräsident, vom Klimaschutz, aber Sie sind gestern, was konkrete Maßnahmen angeht, absolut unkonkret geblieben. Es ist nicht klar, mit welchem Maßnahmenpaket Sie hier an den Start gehen. Und Sie haben ja als ersten Schritt schon direkt in den Koalitionsverhandlungen entschieden, dass Sie den Klimaschutz aus dem Namen des Ministeriums streichen. Nun ist dieser Bereich nicht mehr im Ministerium, das jetzt Frau Schulze-Föcking leitet, sondern im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Aber durchaus hätte auch der Begriff Klimaschutz, Herr Minister Pinkwart, gut zu Gesicht gestanden, wenn er das entsprechend mit einer entsprechenden Politik auch umsetzt. Sie stellen sich gegen einen Ausbau der Windenergie, das ist vielfach deutlich geworden. Sie wollen keinen Kohleausstieg. Und Sie sagen auch nicht, wie Sie die Kraftwerke im Rheinischen Braunkohlerevier, Kraftwerke aus der Zeit von Sepp Herberger, Kraftwerke, die 50, 60 Jahre am Netz sind, Sie sagen nicht, mit welchem Maßnahmenplan und in welchem Zeitplan Sie diese Kraftwerke stilllegen wollen. Es ist Zeit, diese Kraftwerke abzuschalten. Es ist Zeit, dem Klima etwas Gutes zu tun. Und es ist Zeit, noch mehr Strom aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Nordrhein-Westfalen hat auch heute noch 30% der deutschen Treibhausemissionen. Und gleichzeitig ist der Kohleausstieg für Nordrhein-Westfalen aber nicht nur eine Frage des Klimaschutzes. Es ist auch eine Frage der Planungssicherheit. Besonders die neuen Kohlekraftwerke, die ja gebaut worden sind in den letzten Jahren, schreiben rote Zahlen, weil es auf dem Markt ein Überangebot an Strom gibt. Dabei muss zunächst der Markt von alten, ineffizienten und abgeschriebenen Kraftwerken bereinigt werden. Deswegen wollen wir Grüne, deswegen wollen zahlreiche Klimaschutzaktive die dreckigsten 20 Meiler schleunigst abschalten. Und Sie, Herr Laschet, Sie sprechen davon in Ihrer Regierungserklärung, dass Sie die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen stärken wollen. Und dass Sie den Wirtschaftsstandort attraktiv machen wollen. Das Erste, was aus der Wirtschaft Ihnen entgegenkommt und Ihnen entgegengehalten wird, sind über 60 Windenergieunternehmen, die sich zu Wort melden, die diesen Kurs, den Sie vorgeben, scharf kritisieren. Sie wollen das mit dem, was Sie im Bereich der Windenergie angekündigt haben, zerstören Sie in Nordrhein-Westfalen Arbeitsplätze und Sie verhindern wirtschaftliche Innovationen. Das sagen nicht nur die Grünen, sondern das sagen die von dieser Entwicklung betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das haben Sie Ihrer Regierung deutlich in den letzten Wochen aufs Butterbrot geschmiert und entsprechend schriftlich gegeben mit dem Brief, den Sie an Sie gerichtet haben. Die Windenergiebranche ist zu einem sehr wichtigen Wirtschaftsfaktor in den letzten 20 Jahren in Nordrhein-Westfalen geworden. Fast 20.000 Menschen arbeiten hier. Herr Lindner hat das eben etwas abschätzig in weiten Teilen seiner Rhetorik ja es sehr klar war, wer auf der guten und wer auf der schlechten Seite steht. Und Menschen, die in der Windkraft arbeiten, gelten eben nicht zu denen, um die sie sich gerne kümmern. Da gibt es eben dann andere, die haben es dann aus ihrer Sicht eher verdient. Herr Ministerpräsident, Sie haben angekündigt mit dem Windkrafterlass, der ja auch im Kabinett verabschiedet wurde, dass der Mindestabstand von Windkraftanlagen auf 1.500 Meter ausgeweitet werden soll. Das hätte zur Folge, dass 90% aller möglichen Windenergieflächen in Nordrhein-Westfalen nicht mehr in Frage kämen. Und Sie nennen auch keine Möglichkeiten, die Windunternehmen, die Windkraftinitiativen, die Genossenschaften als Alternative haben. Wenn Sie den Wirtschaftsstandort wirklich stärken wollen, dann dürfen Sie sich nicht nur um die Sorgen der Großkonzerne kümmern, sondern Sie müssen eine Wirtschaftspolitik machen, die für alle nordrhein-westfälischen Unternehmerinnen und Unternehmer eine realistische Perspektive bietet. Und das, was Sie im Bereich der Windenergie vorgelegt haben, das vernichtet Arbeitsplätze. Ich will zu einem weiteren Bereich kommen, nämlich zum Bereich der Verkehrspolitik. Ich habe eben schon angesprochen, dass die Transformation hier, die hier ansteht,
genauso weitreichend und umfangreich ist wie die Transformation im Energiesektor. Und man muss sagen, das, was bisher Ihr neuer Landesverkehrsminister in diesem Bereich vorgelegt hat, das ist einfach null. Die Zukunft der Verkehrspolitik liegt in einem Mix der Verkehrsträger. Wenn Herr Wüst, wie er es getan hat, sich beim ADAC hinstellt in dieser Woche und alles auf die Vorgängerregierung schiebt, das Planungsdefizit, was angeblich vorhanden ist, die konkreten Dieselfahrverbote, die anstehen, er verhindert mit dem, was er bisher auf den Weg gebracht hat oder bisher nicht auf den Weg gebracht hat, dass es wirkliche Innovationen gibt. Die Frage ist beispielsweise die Radschnellwege in Nordrhein-Westfalen. Ein wirklicher Innovationsfaktor in diesem Land. Wir haben 7 Radschnellwege als Vorgängerregierung geplant und die Landesregierung verweigert in ihrem Koalitionsvertrag und auch Sie in Ihrer Regierungserklärung, lieber Herr Laschet, jegliche Aussagen dazu. Ist der Radverkehr eine zentrale Stütze im Verkehrsmix hier in Nordrhein-Westfalen? Sie sagen nichts zur Stärkung des ÖPNVs, Sie sagen nichts zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Sie sagen nichts zur Frage von Carsharing. Sie überlassen die Leute in dem, was wir heute haben, in der Individualmobilität mit den Diesel-Pkw, mit denen Sie entsprechend unterwegs sind. Warum machen Sie keinen großen Wurf in Ihrer Regierungserklärung? Warum sagen Sie den Menschen nicht, wo können wir 2030 stehen und welche Schritte sind auf dem Weg dahin nötig? Da sind Sie in Ihrer Regierungserklärung wirklich jede Aussage gestern schuldig geblieben. Und da verhindern Sie, dass wirklich Zukunftsinvestitionen auf den Weg kommen. Und ich will noch mal zum Bereich Bauen und Wohnen zurückkommen. In der Wohnungspolitik, das haben Sie gestern mit Ihrer Regierungserklärung deutlich gemacht und auch in Ihrem Koalitionsvertrag, in der Wohnungspolitik geht leider Ideologie vor Sachverstand und Notwendigkeit. Und das hat eben der Kollege Lindner auch mit seiner Rede noch mal deutlich unterstrichen. Hier wäre es notwendig gewesen, hier wäre es programmatisch notwendig gewesen, Maß und Mitte zu wahren. Und das Einzige, was wir lesen, dass die Wohneigentümer in ihrer entsprechenden Publikation jubilieren über den Koalitionsvertrag. Hervorragende Koalitionsvereinbarung, die man nur unterstützen kann. Was sagen die 10 Millionen Mieterinnen und Mieter in diesem Land über ihren Koalitionsvertrag? Es wäre dringend notwendig, mehr bezahlbaren und preiswerten Wohnraum zu schaffen. Allein um die Wohnungen zu ersetzen, die jährlich aus der Preisbindung fallen. Und im letzten Jahr ist es Nordrhein-Westfalen gelungen, mehr Wohnungen zu bauen, als jährlich aus der sozialen Preisbindung fallen. Und dieser Weg muss fortgesetzt werden. Sie sagen in Ihrer Rede entsprechend nichts dazu. Und im Koalitionsvertrag bleiben Sie auch jede Aussage schuldig. Und sehen Sie, bei der Frage der Novellierung der Landesbauordnung, es ist nichts in der letzten Legislaturperiode so intensiv diskutiert worden wie die Landesbauordnung. Wir haben 3,5 Jahre an diesem Werk gesessen. Es gab 2 große Verbändeanhörungen. Christoph Rasche runzelt die Stirn. Es war so, wir haben hier intensiv mit wirklich allen Verbänden intensiv zusammengesessen. Das Moratorium, was Sie jetzt angekündigt haben, ist in keinster Weise begründet. Die Landesbauordnung sollte schleunigst in Kraft treten. Die Verwaltungen arbeiten längst an der Umsetzung der entsprechenden rechtlichen Maßgaben. Und das, was wir gestern hier erlebt haben vor dem Landtag, hat deutlich gemacht durch die Proteste der Behindertenverbände, dass die Neuregelung der Landesbauordnung dringend erwartet wird, um mehr Wohnraum zu schaffen, gerade für Menschen mit Handicap, gerade für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Lassen Sie diese Landesbauordnung doch in Kraft treten. Sie enthält ein umfangreiches, gutes Regelwerk. Es ist intensiv diskutiert worden. Es gibt keinen Grund, diese Landesbauordnung entsprechend nicht in Kraft setzen zu lassen. Herr Ministerpräsident und auch Herr Lindner, Sie sprechen ja intensiv von Entfesselung. Entfesselung steht für das, was in der vorherigen schwarz-gelben Regierung für privat vor Staat stand. Es geht um die Abschaffung von Umwelt- und Arbeitnehmerstandards, es geht um Abschaffung im Bereich der Verbraucherschutzstandards. Das ist das, Herr Lindner hat uns das ja eben hier nochmal in aller Intensität vorgetragen, das ist das, was die FDP immer predigt.
Sie wollen zum Beispiel das moderate Ladenöffnungsgesetz aufweichen und das Tariftreue- und Vergabegesetz faktisch abschaffen. Damit bauen Sie nicht nur hier Sozialstandards ab, sondern auch in anderen Ländern. Sie sorgen dafür, dass menschenwürdige Arbeitsbedingungen nicht mehr vom Land gefördert und unterstützt werden. Und die bemerkenswerteste Stellungnahme habe ich gelesen von der Vorsitzenden der christlichen Initiative Romero aus Münster, die dringend davor warnte, diese Standards wieder abzuschaffen. Eine christliche Initiative, Sie sollten sich das zu Herzen nehmen, Herr Ministerpräsident, lassen Sie dieses Tariftreue- und Vergabegesetz in Kraft. Und kommen wir zum Bereich der Digitalisierung. Herr Laschet und Herr Lindner, Sie haben bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages sich hingestellt und haben behauptet, Nordrhein-Westfalen würde jetzt stärker, moderner und digitaler. Und Herr Lindner hat es ja eben noch mal wiederholt. Aber was wird denn jetzt digitaler? Wird NRW mit Ihnen zu dem Start-up-Land, von dem Sie gesprochen haben? Wohl kaum, denn eine der ersten Amtshandlungen des neuen sogenannten Digitalministers Pinkwart war es ja, den Beauftragten für die digitale Wirtschaft des Landes zu entlassen. Mit der Unterstützung von Professor Kollmann sind in den letzten 3 Jahren mehr als 1.000 neue digitale Start-ups entstanden. Und Schwarz-Gelb haut diese Struktur weg für eine Handvoll Euro. Sie begründen es nicht. Sie schaffen schlechtere Rahmenbedingungen, als es zuvor war. Und die Begründung, die Sie dafür bieten, ist hanebüchen. Sie machen ohne Not funktionierende Strukturen kaputt. Das merkt jetzt auch die Start-up-Szene. Kommen wir noch mal zur Umwelt. Sie wollen nicht nur die Windkraft bremsen, Nachhaltigkeitskriterien abschaffen und Arbeitnehmerschutz rückabwickeln, sondern Sie wollen auch das Landesnaturschutzgesetz entsprechend rückgängig machen. Sie setzen statt auf Vorgaben wie beim Vertragsnaturschutz, sondern Sie wollen jetzt freiwillige Maßnahmen im Bereich der Förderung der Biodiversität. Das hat schon in der Vergangenheit nicht geklappt. Das Artensterben wurde entsprechend beschleunigt. Statt Artenschutz und biologischer Vielfalt droht Nordrhein-Westfalen eine fortschreitende Zerstörung von Lebensraum durch Überdüngung, Überackerung, Monokulturen und Pestizideinsatz. In diesem Sommer war ja das Bienen- und Insektensterben in aller Munde. Und Sie wollen auch das Landeswassergesetz nun rückabwickeln. Sie bezeichnen das Landeswassergesetz als falsche Weichenstellung. Wie kann ein Gesetz, mit dem wir unser Trinkwasser in einem ökologisch und chemisch einwandfreien Zustand bringen, wie kann dieses Gesetz eine grundsätzlich, so bezeichnen Sie es ja, eine grundsätzlich falsche Weichenstellung sein? Lassen Sie das Landeswassergesetz in Kraft. Es bietet gute Rahmenbedingungen für chemisch einwandfreies Wasser hier in diesem Land. Trinkwasser ist ein zentraler, wichtiger Faktor zu einer lebenswerten Umwelt und im Leben der Menschen. Und kommen wir noch mal einmal zum Tierschutz. Die zuständige Ministerin ist nicht da, aber wir haben ja gestern in der Debatte gemerkt, wie dünn ihre Aussagen sind und wie wenig sie zu dem antworten kann und will, was wir ihnen an Fragen entsprechend vorlegen. Wenn man den Koalitionsvertrag nach Aussagen zum Thema Tierschutz durchsieht, wird man bitter enttäuscht. Das liegt möglicherweise daran, dass diese Frage bei Ihnen einen äußerst geringen Stellenwert hat, und das hat ja eben die Ministerin entsprechend deutlich gemacht. In der letzten Legislaturperiode hat besonders die CDU-Fraktion bis zuletzt dafür gekämpft, dass das von uns eingeführte Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände wieder abgeschafft wird. Eine der Wortführerinnen damals war die heutige Landwirtschaftsministerin Schulze-Vöcking. Sie haben viel Porzellan zerbrochen, Frau Schulze-Vöcking, auch wenn Sie das jetzt nicht hier hören. Darum fordern wir Sie auf, kehren Sie in den Dialog zurück. Der Dialog zum Tierwohl darf durch die neue Regierung nicht ausgesetzt werden. Beziehen Sie die Tierschützer und die Tierschutzverbände mit ein und suchen Sie den konkreten Dialog, so wie die vorherige Landesregierung diesen Dialog entsprechend geführt wird. Als zuständige Ministerin sollten Sie an der Spitze einer Tierschutzbewegung in diesem Land stehen und nicht im Fokus. Ich komme zum Bereich Hochschule und Wissenschaft. Die jetzt auch nicht anwesende Wissenschaftsministerin hat ja direkt nach ihrer Vereidigung deutlich gemacht, welches Amtsverständnis sie hat. Als Ministerin will ich mich schwerpunktmäßig um die Kultur kümmern, führte sie in der Rheinischen Post aus.
Herr Ministerpräsident, Nordrhein-Westfalen hat die dichteste Hochschullandschaft in Europa. Sie, die neue Ministerin, ist als Ministerin auch in diesem Amt entsprechend gefragt. Und sie sollte nicht nur, auch wenn sie das sicherlich engagiert mit ihrer Vorkenntnis tun wird, im Bereich von Kultur unterwegs sein, sondern sie sollte sich intensiv um die Wissenschafts- und Hochschulpolitik in Nordrhein-Westfalen kümmern. Und jetzt will ich zu dem Bereich der Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer kümmern, nicht für Nicht-EU-Bürgerinnen kommen. Monetär ist es ein sehr geringer Posten, aber diese Studiengebühren werden junge Menschen abschrecken, nach Nordrhein-Westfalen zu kommen. Es ist nicht nur die Grüne Fraktion oder die SPD-Fraktion, sondern der Senat der Universität zu Köln mit einem Kanzler, der in der vorherigen Regierung noch der Staatssekretär von Herrn Pinkwart war, der Senat der Universität zu Köln bittet Sie und fordert Sie auf, lassen Sie, ersparen Sie uns diese Studiengebühren für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, weil sie dazu führen werden, dass junge Menschen vom Studium hier in Nordrhein-Westfalen abgehalten werden. Und das, was Herr Lindner uns eben gesagt hat, als Beispiel mit dem reichen Chinesen, der seine Kinder nach Nordrhein-Westfalen schicken kann, fragen Sie das doch mal in Zukunft das Arbeiterkind aus Großbritannien, was auch von einem Studium in Nordrhein-Westfalen in Zukunft abgehalten wird durch diese Studiengebühren, die Sie einführen. Diese Position wird von allen Studierendenwerken, ja, das ist eine Idee, die in der baden-württembergischen Landesregierung beschlossen wurde, aber die nordrhein-westfälischen Grünen behalten sich vor, hier eine andere Ansicht zu haben. Wir bitten Sie, lassen Sie die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer entsprechend sein. Und wenn Sie sich Ihre Programme angucken, lieber Herr Stamp und lieber Herr Laschet, selbst in den Wahlprogrammen und in den Aussagen zur Landtagswahl hatten Sie sich noch klar positioniert, auch die FDP-Fraktion hier im März dieses Jahres, dass Sie Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer als diskriminierend bezeichnet haben. Die CDU-Fraktion hat sich deutlich in ihrem Wahlprogramm gegen Studiengebühren ausgesprochen. Es würde im Sinne der Wissenschaftslandschaft einen fatalen Einschnitt bringen, wenn Sie die Ausländer-Campus-Maut entsprechend einführen. Wir können Sie nur bitten, lassen Sie und ersparen Sie uns diese Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen. Ich will zum Bereich der Innenpolitik kommen. Sie haben jetzt schon angekündigt, das ist ja ein vielfältiges Feld, ein Bereich, der uns wichtig war eine bürgernahe Polizei. Sie haben angekündigt, dass die Kennzeichnungspflicht für Beamtinnen und Beamte bei der Bereitschaftspolizei, die für Bürgernähe sorgen, dass diese Kennzeichnungspflicht entsprechend abgeschafft wird. Sie haben es immer noch nicht verstanden, dass diese Regelung nichts, und zwar gar nichts, mit einem angeblich vermeintlichen Generalverdacht gegen Polizistinnen und Polizisten zu tun hat. Nein, es geht darum, dass in unserem Rechtsstaat die Inhaber des Gewaltmonopols den Bürgerinnen und Bürgern mit offenem Visier entgegentreten und dass Menschen die Möglichkeit haben, auch den Schutzmann, der ihnen gegenübersteht, entsprechend zu identifizieren. Dass sie sich zu Präventionsprojekten und Maßnahmen gegen den gewaltbereiten Salafismus bekennen, das unterstützen wir nachdrücklich. Wir haben ja auch einen entsprechenden Antrag hierzu eingebracht. Es ist schade nur, dass Sie keine Beispiele oder wenigstens grobe Eckpunkte nennen können, was genau Sie vorhaben. Aber bei dem Vorhaben, entsprechende Maßnahmen einzuführen, haben Sie die klare grüne Unterstützung. Konzepte für konkrete Präventionsmaßnahmen müssen Sie entsprechend vorlegen. Wir Grünen haben hier einen umfangreichen Antrag in dieser Richtung vorgelegt. Kommen wir zum Thema Integration und Flüchtlinge. Herr Ministerpräsident, Sie waren selber mal 5 Jahre Integrationsminister in diesem Land. Und Herr Stamp ist ein langjähriger Integrationspolitiker. Vor diesem Hintergrund entsetzt uns Grüne Ihre Haltung zum Thema Familiennachzug. Unter anderem Innenminister Reul hat sich kürzlich für eine Fortsetzung der Regelung ausgesprochen, dass subsidiär geschützte Flüchtlinge erst nach 2 Jahren ihre Familien nachholen können. Hinzu kommt die Zeit des Asylverfahrens und die langen Wartezeiten bei den Botschaften für die Visa. Das heißt, der Familienvater muss gegebenenfalls mehrere Jahre warten, bis seine Familie nachkommen kann. Was macht das mit den Menschen?
Sie, Herr Laschet, müssten aus Ihren persönlichen Begegnungen und Rückmeldungen von den Flüchtlingsbetreuerinnen wissen, ein Familienvater, der Frau und Kinder in Gefahr und größter Not weiß und sich darum sorgt, wie es seinen Familienmitgliedern geht, der Wohnung, Herkunft, Familie zurückgelassen hat, kann sich in Nordrhein-Westfalen, kann sich in einem Land nicht integrieren. Der Schutz von Ehe und Familie steht derzeit in unserer Verfassung. Sie gilt auch für Zuwanderer, ob sie nur als Flüchtlinge oder als Arbeitskräfte zu uns kommen. Und Integration verzögert sich auch, wenn man die Asylsuchenden während ihrer Verfahren, so wie wir es ja wissen, dass sie 1 bis 2 Jahre dauern, in zentralen Landeseinrichtungen unterbringen will. Diese Menschen nicht auf die Kommunen zu verteilen, heißt keine Schule für die Kinder, keine Arbeit, keine Integrationskurse. Stattdessen Warteschleifen, das Ankommen wird verzögert. Das ist das Gegenteil von Integration von Anfang an. Kommen wir noch mal zum Haushalt. Der Nachtragshaushalt, den Sie vorgelegt haben, wir werden ihn ja nachher noch debattieren, ist ein beispielloser Offenbarungseid, denn von dem, was Sie in Oppositionszeiten, das ist ja mehrfach auch schon angesprochen worden, insbesondere vom Kollegen Römer, von dem, was Sie in Oppositionszeiten lautstark gefordert haben und was in beiden Wahlprogrammen von CDU und FDP zur Haushalt- und Finanzpolitik steht, davon ist in diesem Nachtragshaushalt nichts mehr übrig. Die Landesregierung macht genau das Gegenteil davon. Im CDU-Wahlprogramm, ich zitiere, steht: Bei notwendigen Mehrausgaben in den Bereichen Bildung, innere Sicherheit und Zukunftsinvestitionen ist strikt darauf zu achten, dass ihre Finanzierung durch Einsparungen an anderer Stelle dauerhaft gesichert wird. Und die FDP schrieb: Neue Ausgaben müssen durch bestehende Steuereinnahmen oder Einsparungen in anderen Bereichen finanziert werden. Die Finanzierung neuer Ausgaben durch höhere Steuern oder durch neue Schulden muss beendet werden. Und jetzt, trotz Steuermehreinnahmen, haben Sie 1,3 Milliarden Euro in diesem Jahr als Neuverschuldung in den Nachtragshaushalt hineingeschrieben. Das heißt, es gibt keine relevanten Einsparungen. Alle neuen Ausgaben werden durch Schulden finanziert. Kein Euro Mehreinnahmen geht in den Schuldenabbau. So viele und so klare Wahlversprechen zu brechen, das ist wirklich eine Kunst, Herr Laschet. Von der ominösen 1 Milliarde Einsparmöglichkeiten, die Sie ja noch im Wahlkampf hier angekündigt haben, ist nicht mehr die Rede. Und warum ist davon nicht mehr die Rede? Weil es diese Einsparmöglichkeiten im Haushalt nicht gibt. Maß und Mitte, davon war ja gestern sehr viel die Rede. Maß und Mitte, das gilt jedenfalls beim Geldausgeben jetzt nicht mehr. Es ist eine Wünsch-dir-was-Liste vorgelegt worden, angeblich als Erblast der Vorgängerregierung. Diese Wünsch-dir-was-Liste summiert sich letztlich auf mehrere Milliarden Euro. Die Gegenfinanzierung beruht bislang auf dem Prinzip Hoffnung. Es ist nicht klar, wie Sie Ihre zahlreichen Wahlkampf- und Ihre zahlreichen Versprechungen im Koalitionsvertrag und Wahlkampfversprechungen entsprechend umsetzen wollen. Und es wäre nur fair gewesen, finde ich, wenn Sie in Ihrer gestrigen Rede, Herr Ministerpräsident, oder auch Sie, Herr Lindner, wenn Sie die Vorgängerregierung zumindest an einer Stelle mal gelobt hätten, und zwar für den reformierten Länderfinanzausgleich, der Nordrhein-Westfalen zahlreiche Einnahmen bringt. Wenigstens an dieser Stelle wäre ein Lob für die Vorgängerregierung und insbesondere für die vorherige Ministerpräsidentin mehr als angebracht gewesen. Meine Damen und Herren, Sie haben es geschafft, einen Wahlkampf zu führen, in dem Sie negative Themen gesetzt haben und so getan haben, als wenn dieses Land auf dem Weg nach unten ist. Sie haben teilweise den Eindruck erweckt, Nordrhein-Westfalen ist eine einzige Ruine. Damit haben Sie ein Image geschaffen, von dem Sie jetzt in Ihrer Regierungsarbeit wieder loskommen können, müssen. Wie ich schon zu Anfang gesagt habe, wir Grüne Landtagsfraktion werden Ihr Regierungshandeln konstruktiv begleiten. Und wir werden sehr intensiv sagen, wo Sie falsche Prioritäten setzen. Schaffen Sie ein Nordrhein-Westfalen der Zukunft mit Mut, mit klaren Visionen. Da sind Sie gestern in Ihrer Regierungserklärung weit hinter zurückgefallen. Werfen Sie nicht mit Nebelkerzen, wie Sie das in der Vergangenheit getan haben. Ich glaube, dass beide Fraktionen, insbesondere die CDU-Fraktion, noch in Regierungsverantwortung ankommen muss. Herr Ministerpräsident, es wäre wichtig, den Menschen reinen Wein einzuschenken, ihnen zu sagen, was in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Ich habe einige Themenfelder skizziert.
Insbesondere bei der Frage der anstehenden Mobilitäts- und Verkehrswende ist der Kurs Ihrer Regierung unklar. Es wäre nur fair und vernünftig, den Menschen zu sagen, welche Veränderungen hier in den nächsten Jahren anstehen. Legen Sie einen Masterplan vor für Nordrhein-Westfalen, der wirklich Mut hat, der eine Zukunftsorientiertheit hat, der nachhaltig ist und der auch durchfinanziert wird. Dafür braucht es nicht immer Maß und Mitte, auch wenn es in manchen Situationen sicherlich nicht verkehrt ist. Dafür braucht es vor allen Dingen Mut, Zukunftsgewandtheit und Innovationskraft. Ihre Regierungserklärung ist hinter diesem Anspruch leider gestern deutlich zurückgeblieben. Wir werden Ihre Arbeit intensiv begleiten und den Finger dort in die Wunde legen, wo es notwendig ist und wo Nordrhein-Westfalen mutiger und weitergehender sein kann als das, was Sie uns vorgestellt haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.